Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Ja, ich habe wieder mal eine neue Folge gemacht. Ist zwar schon eine Weile her von unserem letzten, aber es geht weiter hier. Auf Wunsch geht es jetzt weiter und dementsprechend suchen wir jetzt Brennstoff herzustellen für unseren Wagen. So, das müsste eigentlich in der Raffinerie möglich sein. Und ich suche mir die kurz, diese drüben. Moment kurz, ich muss kurz einstellen. Grafik. Vorbild. So. Alles klar. Okay, der Fenster ist hier unten. So, jetzt ist die Frage, mit was baue ich Brennstoff? So, Grundlagen für Brennstoff. Festbrennstoff. Schmiermittel. Ölbereitung. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich vielleicht das alleine verwenden oder nicht? Am besten nehme ich mal den festen Brennstoff mit hier und teste mal, ob der möglich ist, jetzt hier in die Sache nicht zu werfen. Was ist hier los? Keine Stromanbindung. Super. So, können wir den jetzt einfügen? Ah, da geht sogar. Wie muss ich das? Wie muss ich das Ding jetzt? X-Click vielleicht? Wo ist das hin? Ach, da ist es. Also Brennstoff rein. Munition rein. Okay, und jetzt, wie steige ich da rein? E? Nee. Kofferraum. Moment mal, Option. Tastenbelegung. Mit Enter. Das ist für eine Tastenkombination. Oh Gott, wie steuert denn das? Also mal. Wurde ich auf den Mast angefahren? Okay. Den kann man auch was kaputt machen, ne? Scheiße. Setz ja alles an. Das ist gar nicht so einfach, damit zu fahren. Den wir Laufbänder fahren, kann ich, okay. Versuchen wir das aus der Tür rauszukommen. Okay, die Tür ist eindeutig zu klein geraten für das Fahrzeug. Was? Oh Gott! Okay, das ist nicht so einfach. Cool, wir können erforschen jetzt hier die Gegend. Hier müssen Gegner sein. Wie viel Brennstoff haben wir eigentlich noch? Ach, was ist so braucht? Das geht ja noch. Schieße ich jetzt? Da ist ein Wurm. Da komme ich da nicht hin. Da ist ein Wald dazwischen, verdammt. Okay, ich gehe davon aus, dass ich schon gleich drauf gehe. Oh
Gott. Flüchten. Ich glaube, ich bin verfolgt, oder? Komm, Heinz. Bot. Ja, das war mein Auto. Nicht so einfach zu steuern, wie ich gedacht habe. Irgendwie. Ja, irgendwie kann man auch sehr viel damit selber zerstören. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir ein neues. Mal schauen, wo das war. Wo war das jetzt? Neues Fahrzeug. Aber jetzt konnte ich ja so eine Maschinerie bauen, ne? Was? Verwendungsmotorbestandteil, Tja, wo ist das Fahrzeug schon? War? Wo finde ich das jetzt? Bin ich blind? Ich habe gerade echt ein Problem. Wo habe ich denn das Fahrzeug gebaut? Ach, hier ist es. Oh, super. Ich habe es gar nicht gesehen, was gerade ausgegraut war. Ihr habt es bestimmt schon lange gesehen. Jetzt seid ihr schließlich schlau. Wieso geht hier nichts mehr voran? Hat keinen Strom hier. Haben wir noch Strom eigentlich? Oh, Energieverbrauch ist ziemlich an Limit, sehe ich gerade. Oh, das Ding ist mit dem Brennstoff in die Luft geflogen. Na gut. Das ist so praktisch natürlich. Aber ich finde es ein bisschen praktisch, dass es hier doch, etliches an Brennstoff gibt durch dieses Nebenverarbeiten hier. Dass eigentlich nie Probleme geben wird, hier wirklich genug Brennstoff zu haben für ein Fahrzeug zu betreiben. So. Ah, ich kann mir gerade hier mehr Munition einhauen, ne? Aber mehr als 100 geht nicht. Gut. Was haben wir hier bei den Forschungen? Kurz schauen. Will ihn nicht, gehen wir kurz da reinschauen. Okay, die roten Tränke sind gerade bisschen Übermarsch. Okay, ich sehe schon das Problem gerade. Gut, machen wir es ein bisschen anders. Dann machen wir das jetzt so. Nehme ich hier den großen Knickarm, baue davon welche. So, und dann oder so nehmen. So. Rotate, jetzt geht's. So. Da haben wir nämlich diese roten Tränke hier. Und die grünen auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir keine grünen mehr, wie. Also auch die werden noch nicht so schnell produziert. Jetzt habe ich ein paar grüne jetzt dabei, die kann ich da reinwerfen. Und hier den roten.
Ja, also langsam werden die roten dann hier auch gebraucht. Und dann geht's dann wieder. Ja, so. So schnell kann alles stehen bleiben, nur weil ein einziger kleiner Produktionsfehler nicht ganz stimmt. So, kann ich das reparieren? Warte mal, ich habe es noch in die Reparaturwerkzeug gesehen, wo man bauen kann. Das heißt, wenn es Reparatur geht. Das war falsch. Habe ich jetzt abgerissen, oder? Ja, ich habe die Wasserleitung jetzt abgetrennt. Scheiße, wohin? Gott, was habe ich gemacht? War schon alles? Boah, alles ohne Strom. Nur weil in einem kleinen Wasserleck. Verdammt, das ist ja krass, ey. Hey, was meine Dampfmaschine? So, ich hab jetzt eine Frage gehabt. Die Frage ist natürlich jetzt wirklich, brauche ich eigentlich wirklich eine Dampfmaschine? Oder könnte man das anders lösen, das Problem? So. Und nachher mal schauen, ob es irgendwas erforschen gibt zum Thema Energie. Hier so Kernspaltung und so etwas. Wäre auch echt interessant zu wissen, ob es dann Möglichkeit gibt, hier eine Art Atomkraftwerk zu bauen oder nicht. Neue Waffen wäre auch mal eine Idee. Ach, mir fällt mir gerade ein, wir haben ja nicht mal alle steinige Mauern gebaut. Hier sind glaube ich Ziegelsteine, ne? Okay, gibt es keine Erze mehr. Okay, haben wir irgendwo in der Nähe noch Stein per Zufall? Nicht genau direkt aus. Gut, wie wird der dargestellt? Der wird grau dargestellt. Wahrscheinlich danach, als hätte man keinen Stein in der Nähe. Hier, vielleicht. Fehlt es ja nicht gerade. Andererseits besser ist gar nichts. So, dann die Minen, die abgebaut haben. Zur Förderung. Okay, dann geht es dahin. Dann brauche ich den Ofen wieder. Da brauche ich auch noch Strom. Habe ich eine Kiste irgendwo auf Reserve, per Zufall? Eine Kiste, sehe ich mal aus, bauen wir eine. Okay, so, dann bauen wir hier mal den Stein ab, damit wir mehr Steine haben später. Wir sind jetzt mit Steinen gerade zufällig, nee. Okay, die Produktion laufen alle noch sehr gut. Hier läuft alles noch super. Sehr gut, neue Forschung, Laboreffizienz. So, ich überlege jetzt gerade, haben wir eine Möglichkeit, irgendwie zur Energie? Tragbarer Fusionsreaktor. Was ist denn das bitte schön?
Landminen, okay. Wir wollen einen Panzer bauen, ne? Eigentlich. Sprengstoff. Automatisierung. Zugsignal. Ich sage jetzt mal Zugsignal. Eisenbahn. Krass, wir können Eisenbahn bauen. Schwefel, Pyrotechnik. Verhandlung, Module, Kampfroboter. Ja, also echt auf die Frage. Boah, Kampfanzug. Müssen wir Schild 3 erforschen. Hier brauchten wir zuerst die Blaupausen. Hier brauchten wir zuerst diese kleinen Dinger hier. Das ist echt automatisierten Aufbau. So, das hier. Dafür bräuchte ich das Flugzeug. Da komm, wir bauen mal Luftfahrt. Forschen mal Luftfahrt. Bin gespannt, was wir bei Luftfahrt bekommen jetzt oder was wir jetzt machen können. So, wir haben wieder was Neues erforscht gehabt. Mal schauen, ob es hier was Neues gab jetzt. So auf Anhieb mäßig. Ja, auf Anhieb gab es nichts Neues. Langweilig sogar. Na gut, ich sehe schon, die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Factorio. Bis dann, tschüss.